Ich würde ja sogar fast behaupten, dass der Panda voll gut drauf passt, sage ich ja, man, das sieht gar nicht schlecht aus. Oder? Das sieht ganz, ganz gut aus. Den würde ich auch komplett so machen. Und hier haben wir aber ein bisschen Potenzial. Ich finde, das Auto lässt sich schon ganz gut aufmotzen. Da kann man schöne Sachen mitmachen. Ah gut, hier nicht. Da mache ich doch noch das, was ich schon so am Anfang im Kopf hatte. Und zwar nehme ich dann. Ah, welches nehme ich davon? Ah, ich würde eigentlich sagen, das. Und das drehe ich so hin. Und da müssen wir dann mal. Ja gut. Das sehe ich leider jetzt nicht, wenn ich das hier so transparent mache. Muss ich immer wieder. Ja, ganz dezent. Ganz dezent. Und wir machen noch. Ich finde, da vorne fehlt noch ein bisschen was. Da kann noch was ran. Wenn ich das hier so mache. Nee. Das war nichts. Das hat mir dann doch nicht gefallen. Was könnte man denn noch ranmachen, was ein bisschen weiblich wirkt? Eine Flagge nicht. Gar nicht so leicht jetzt, was. Wobei das auch passt. Ja. Jetzt würde ich. Ich will nur mal was probieren. Ob ich vielleicht. Wenn ich jetzt die Katze zum Beispiel nehme. Nee. Ich kann da gar nichts rüber machen über diesen einen blöden Streifen. So. Ah, Quatsch. Mach weg. Oh. Ach, verdammt. Sag mal, ist das. So ist das richtig. So, linke Seite. Da kommt auch der Panda. Oh, jetzt muss ich mal gucken, wie habe ich den denn gemacht, dass das eine Auge so. Yeah. Also ich finde, das hat auf jeden Fall. Style. Habe ich den? Der guckt eigentlich nach vorne. Kann ich den kippen? Ja. So, ist zwar nicht original, so wie hinten, aber ist ganz cool. Das. Ja. Gut, Leute, ich weiß, dass das auch ein bisschen anders war auf der Seite, aber das spielt keine Rolle. Das ist schon. So wollte ich den haben. Jo. Das sieht doch schon ladylike aus.
Jetzt machen wir die Felgen noch. Die machen wir auch noch farbig. Also an sich, die Felgen will ich natürlich behalten. Die sind ja gut. Ich mache die gerne passend zur Wagenfarbe. Genau, aber diesmal sehr metallisch. Ja. Größe kann ich nichts weitermachen. Jetzt will ich mal gucken, was ist denn die Sekundärfarbe hier? Hä? Hier gibt es doch gar keine. Nö. Hier gibt es keine Sekundärfarbe. Ja. So, ja, dann würde ich sagen, lasse ich den so. Und ja, das sieht schon gut aus. Warum kann ich die Größe nicht ändern? Schade. Ja, schönes Wägelchen geworden. Den gucken wir uns mal kurz auch an. Ja, sehr schön. Gefällt mir gut. Und damit gehen wir jetzt auf die Straße. Möchte ich verlassen, ja. So, jetzt würde ich sagen, fahre ich zum Rennen. Und zwar möchte ich als Rennen. Ach, erstmal machen wir einen Soundcheck. Wir machen einen Soundcheck, ob da sich was getan hat. Naja, der blubbert schön nach. Ansonsten ist er gleich geblieben. Und dann möchte ich halt dieses Rennen machen. Das würde ich auch gerne bei jedem aufgetunten Wagen jetzt machen. Bei jedem voll aufgetunten. Weil das ist ein gutes Rennen. Ich habe es zwar noch nicht geschafft, aber das gefällt mir, weil ich schön viele Gegner habe. Und ja, da können wir halt schön testen, wie der Lambo sich fährt und wie sich dann auch die ganzen anderen Autos fahren. So, wir gucken uns das Prachtexemplar nochmal an. Ich finde, es kommt total stylisch. Mit den schwarzen Balken passt, Alter, die sind schön kräftig und ja. Gut, dann gibt's im nächsten Video das Sprintrennen und wir vollziehen den Test. Ja, also bis dahin, bis zum nächsten Mal.